Kids Favoritentime. Ihr müsst ein bisschen Zeit mitbringen. Das Video jetzt wird ein bisschen länger, weil ich habe hier viel stehen. Ich habe auch wieder zwei Sachen, die ich euch nicht in die Kamera halten kann. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute über meine Favoriten. Und das ist einiges. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Wir fangen wie immer mit den Sachen an, die ich nicht in die Kamera halten kann, die ich einblende. Und wir fangen mit einer, jetzt würden die einen oder anderen sagen, jetzt zeigt sie die Herr der Ringe-Serie. Da bin ich noch nicht so richtig drin, muss ich sagen. Also nach der dritten Folge fand ich schon gut, aber da muss ich noch ein bisschen was entwickeln. Nein, ich gucke eine Netflix-Serie, die heißt The Imperfects. Ist nicht zu vergleichen mit Die Ringe der Macht oder House of the Dragon oder so. Das könnt ihr nicht miteinander vergleichen, das sind andere Ligen. The Imperfects ist mehr so eine Serie zur Unterhaltung. Wie heißen die drei? Jetzt habe ich die Namen vergessen, jetzt habe ich sie so schön auswendig gelernt. Also drei Probanden aus dem Programm. Du siehst, also drei jüngere Leute Kapseln nehmen und die gehen auf einmal irgendwie aus. Und die drei haben irgendwelche Nebenwirkungen plötzlich. Die eine Freundin sagt zu ihrem Typen so, du siehst aus wie halbtot und so. Und die Sängerin von den dreien, die hat so eine Punkband, die dreht auf einmal auf der Bühne voll durch, weil sie auf einmal extrem viel hört, ja, also richtig viel mehr als vorher. Bei dem einen, das war also noch Juan, wo die Freundin gesagt hat so, oh, du siehst aus wie eine Leiche, der wacht auf einmal morgens auf einer Wiese mit blutverschmiertem Mund auf, ist komplett dreckig, hat ein zerrissenes T-Shirt an. Und du fragst dich, was ist mit dem? Was ist mit dem? Ich möchte es an der Stelle nicht wirklich verraten, nur eins sei gesagt, Dr. Alex Tarkov, den habe ich mir gemerkt, hat an seinen Probanden rumexperimentiert. Alle drei haben eine Krankheit und das hat er genutzt, um an den Menschen sozusagen Experimente zu machen. Und die haben mit dem Absetzen der Medikamente Nebenwirkungen, die halt Superkräften gleichkommen. Und die Sängerin, die hat es echt scheiße erwischt, weil Punkband und so, das kann sie natürlich vergessen, hat aber eine Stimme, die Klaas zum Erbrechen bringt. Also da geht Klaas kaputt. Die Wissenschaftlerin von den dreien, also die wollte halt eine mega Karriere machen, die hat Pheromone, die verrückt spielen, auf einmal gehen, es sind einfach alle Leute um sie herum verrückt nach ihr und möchten mit ihr zusammen sein, aber in einem übertriebenen Maße. Und mit Juan, das erzähle ich euch nicht, was mit Juan ist, weil das ist so ein bisschen in der ersten Folge als Cliffhanger aufgebaut. Wie gesagt, sieht man ihn so auf der Wiese mit blutverschmiertem Mund und da weiß man, was ist denn jetzt los? Und er hat ein komplettes Blackout, was da jetzt gerade war und so. Es wird relativ schnell aufgeklärt, was da los ist. Es ist zu vergleichen, wie, ich weiß nicht, ob ihr früher mal Charmed angeguckt habt, also es ist Unterhaltung. Es ist nichts Hochtrabendes. Es ist jetzt nicht mega spannend oder so. Es ist Unterhaltung. Es lenkt euch ab. Man kann es mal nebenher laufen lassen. Solche Serien, finde ich, sind auch mal wichtig. Guckt euch unbedingt mal The Imperfects an. Netflix-Abo. Manchmal fragt man sich, warum hat man das? Manchmal findet man noch Sachen, da kommen einfach viel zu viele Sachen raus. Und ja, ich bin mir ein bisschen am Überlegen, Netflix halt wirklich zu skippen. Aber jetzt habe ich mal wieder eine einigermaßen interessante Serie gefunden. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ein Podcast. 1+1, Freundschaft auf Zeit, ist vom SWR und ich weiß nicht, wie er weitergeht, so, ob mir das so gefällt mit Tim Bensko und, ich weiß nicht, wie sie heißt, sie ist halt so eine ganz andere Generation,
Aber was ich geliebt habe, waren die 4 Folgen mit Ina Müller und Moritz Neumeier. Und ich bin ja Moritz Neumeier-Fan. Der hat mich ja auch schon eingeladen gehabt bei der Vorstellung bei mir in der Stadt. Da hat er aber, muss ich sagen, der war noch auf Facebook aktiv und hat da Karten verschenkt, weil er gedacht hat, ja, da sind nicht so viele, kann man ja noch Gästeliste voll machen und so. Und dann habe nur ich mich gemeldet, müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann gab es voll das Hin und Her. Erst habe ich die eine Freundin mitnehmen wollen, die hat dann abgesagt. Dann habe ich Kumpel mitgenommen und musste ich mehrfach mit dem Kontakt haben. Habe ich aber danach nicht getraut, mit dem zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, aber es war cool auf jeden Fall und ich mag den echt. Ich folge dem schon unwahrscheinlich lange. Also alles hat früher mit eine Zigarette, auf eine Zigarette mit Moritz Neumeier angefangen. Kann ich mir noch gut dran erinnern. Hat er noch die Videos gemacht. Dann war er eine Zeit lang auch bei Funk. Und jetzt macht er ja auch gar keine Videos mehr auf YouTube und hat sich da ein bisschen mehr zurückgezogen. Aber immer wenn es da irgendwelche Podcasts gibt mit ihm oder so, liebe ich das. Und dieses Format 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit, finde ich halt witzig, weil die zwei Prominenten kennen sich halt nicht und lernen sich halt in dem Podcast kennen und beantworten die Frage Freundschaft ja oder nein. Und auch die Produktion fragt im Nachhinein immer, wie war's? Wie hat's dir gefallen so? Ich finde ja die Idee dahinter finde ich mega lustig. Müsst ihr euch echt mal anhören. Es gibt's auf jeden Fall in der ARD Mediathek. Ihr könnt es aber auch über Spotify anhören. Ich habe den Podcast über Spotify gefunden. Eine Sache, die ich in Verbindung zeige, einmal. Ich habe es endlich getan. Wer mich wirklich kennt, weiß, dass ich seit 2 Jahren, hat ja die Pandemie angefangen, seit 2 Jahren rummache, mich im Fitnessstudio anzumelden. Und zuerst konnte man ja mit Dingen nicht umgehen mit Corona und hat dann die Fitnessstudios geschlossen. Dann gingen die Zahlen hoch eine Zeit später. Das war mir dann einfach zu gruselig, dann ins Fitnessstudio zu gehen. Ich war da in so einem Programm drin und bin dann da nicht mehr hingegangen, weil dann die Zahlen über 100 gegangen sind. Und das hat alles sich mega bei mir in die Länge gezogen. Dann habe ich ja auch selber noch trainiert und jetzt bin ich bei Jumpers. Und habe mir anhand dessen einen Sport-BH endlich mal gekauft. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann sowas nicht anziehen. Man muss dazu sagen, wer mich immer hier nur so sieht, ich habe halt eine ziemlich große Oberweite mit 80F. Und ich brauche natürlich Sport-BHs, die dann einen mega krassen Halt haben, weil sonst geht das bei mir nicht. Und ich habe bei Selby heißen die, bestellt. Und ein Teil war halt der Sport-BH. Ich habe einfach mir gedacht, komm, das Ding kostet 10 Euro. Gebraucht natürlich von Under Armour. Also die kriegst du nicht unter 40 Euro. Du probierst das jetzt einfach mal aus. Du brauchst keinen neuen, du kannst einen gebrauchten holen. Das ist absolut kein Ding. Und bei Selby gibt es ziemlich viele von den Sport-BHs. Und da werde ich mir auf jeden Fall noch, also zwei brauche ich mindestens noch. Weil nach einer Mal trainieren ist der halt dann verschwitzt, dass es kracht. Aber das funktioniert so toll. Da bewegt sich einfach nichts. Ne? Also du hast so einen tollen Halt. Und ich bin da jetzt nicht fixiert auf die Marke, sondern auf die Art. Sport-BHs sind einfach Beste. Und wenn du halt jemand bist wie ich, der halt eine große Oberweite hat, der überlegt sich das halt, der ist so überkreuzt hinten. Der überlegt sich das halt zweimal, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und jetzt im Fitnessstudio brauche ich das halt schon. Und ich liebe das Ding einfach. Das ist so toll. Das ist wirklich gut. Also da werde ich mir noch zwei zulegen. Das wisst ihr aber. Auch von Selby eingestreiftes T-Shirt. Ja, so mit Streifen. Und ich mag die Art und Weise von dem Shirt echt gerne. 3 € gekostet. Und da ist so eine Erdbeere drauf. Ich weiß die Marke gar nicht. Ich bin da gar nicht mehr so markenfixiert. Da ist so ein Schildchen. Aber das kann ich jetzt auch nicht lesen. Vielleicht kriegen wir es noch raus. Nein, kriegen wir nicht mehr raus. Weil ich glaube, das ist oben auch weggeschnitten oder so.
Ist ja im Endeffekt auch egal. Ja, es ist weggeschnitten. Ist im Endeffekt ja auch egal. Weil Marken sind mir halt auch nicht mehr wichtig. Also Selfie ist echt nicht schlecht. Du musst halt Porto bezahlen bei Selfie. Ne? Also auch beim Bestellen. Mindestbestellwert, wenn du den überschreitest, 100 Euro oder so, dann ist es voll cool. Man hat so ein bisschen so den Drang, oh, das ist so günstig, das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit. Bei der Bestellung habe ich mir 7 Teile bestellt. Schon lange nicht mehr so viel auf einmal, aber das T-Shirt ist echt mega, mega nice. Und das ist halt das allerbeste Beispiel, was Secondhand alles drauf hat. Ich glaube, eine Sache, die ich auch schon ein paar Mal gezeigt habe und auf die ich auch schon ein paar Mal angesprochen worden bin, welche Zahncreme das denn ist, die ich da immer meine, die Polar Punch, gibt es aber auch bei Rossmann und DM. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal bei Müller gesehen. Die hat aber früher ein bisschen besser geschmeckt. Früher war sie so sehr, also noch viel mehr Eisbonbon-mäßig. Jetzt hat sie so ein bisschen so diesen Kick verloren, finde ich. Ich liebe die. Ich kaufe mir die immer wieder nach. Das ist für mich halt einfach so ein No-Brainer. Die kostet aber mehr wie eine normale. Ne? Also wenn ihr immer die Standard von DM, von der Eigenmarke nehmt, dann kostet die natürlich hier wesentlich mehr. Ich liebe die halt. Auch vom Geschmack immer noch. Aber früher war sie ein bisschen besser. Ich habe 2 Parfums. Und zwar einmal die 022 von Laris. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Duft da dahinter steckt. Es sind ja immer so nachgebaute, aber Laris hat auch einen oder vielleicht auch inzwischen mehr Düfte selbst rausgebracht. Musste mal auf der Homepage gucken. Ist schon ein bisschen was draußen. Und ich habe sogar vor kurzem eine ganze Flasche leer gemacht von denen. Und das bedeutet bei mir, bei Parfum, echt viel. Also. Ich finde halt bei diesen Lakritz-Düften, wenn du die so zeigst, die sehen halt nicht schön aus. Aber die haben halt echt eine Top-Qualität, habe ich von einer Abonnentin von mir den Tipp. Weil das war so der erste Duft seit langem wieder, der so gearbeitet hat auf der Haut. So Kopfnote, Herz- und Basisnote kannte ich vorher nicht mehr, weil die Düfte, die ich mir so gekauft habe, die konnten das halt einfach nicht. Ein zweites. Von Divine, die 97, ist ein Bossduft. Ich glaube, das ist Hugo Woman. Aber Divine ist nicht so gut wie Laris, muss man an der Stelle schon sagen. Die kannst du massenweise auftragen. Das ist so halbes Deo, halbes Eau de Cologne. Auch wenn drauf steht, dass es Parfüm ist. Das hält halt nicht so gut. Also habe ich auch immer wieder probiert, so richtig viel aufzutragen, was meine Umgebung um mich sagt. Nix. Na, also ich habe dann gezielt auch immer Leute gefragt, rieche ich ein bisschen zu stark nach Parfüm? Nix. Nix. Das ist halt schade. So. Also ich mag es auf jeden Fall, aber ich würde sagen, so wird's, also von der Qualität her finde ich die echt nicht so gut. Na, also die haben eine unwahrscheinlich große Auswahl. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als bei Laris, aber die Qualität ist nicht so gut. Die sind zwar ein bisschen günstiger, aber man hat auch gleich so eine riesen Bottle. Brauche ich aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe dann lieber gerne Auswahl. Und ihr wisst ja, wie es mit Parfums ist. Die gehen halt mit der Zeit auch kaputt. Und wenn die Qualität halt nicht so hundertprozentig ist, nicht falsch verstehen, es sind immer noch besser wie die Larif-Düfte. Aber es hält halt so gut wie gar nicht. Und wenn du jemand bist, der gerne immer mal wieder nachlegt, dann ist das ja schon was. Ich habe mir halt die Bossdüfte geholt, weil die habe ich früher geliebt. Die habe ich wirklich geliebt. Ich habe so einen Hang zu Bossdüften gehabt. Ich habe alles Mögliche. Red, Hugo, Woman hatte ich, dann Boss Orange hatte ich. Also ich habe diese ganzen Sachen echt gefeiert. Deswegen habe ich mir die mal von Divine geholt. Einfach auch mal um zu gucken. Wie nah kommt es ans Original ran? Eine Sache, die ich auch schon super oft gezeigt habe, ist die Luvos Heilerde 1 Fein. Gibt es beim DM. Für wenig Geld, glaube unter 5 Euro. Und wenn du so eine Haarfarbe hast wie ich, ist es schon dreimal kein Problem. So eine Heilerde ist halt wirklich freundlich. Also sie färbt schon ein bisschen ein. Man sieht es jetzt nicht. Für was verwende ich die? Für meine Haare. Ich habe halt momentan ganz böse
Kopfhautprobleme. Erst hatte ich halt wieder diese Pilzinfektion und dann musste ich halt anfangen, das zweimal waschen wieder. Und je häufiger ich meine Haare wasche, das ist halt K.O.-Kriterium schlechthin. Na, je häufiger ich meine Haare wasche, desto schneller fetten die ein. Bei mir war es sogar mal so, ich habe die gewaschen, dann waren die trocken, dann sind die im Trocknen schon wieder fertig geworden, müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt momentan ist es so, einen Tag halten sie, also 24 Stunden hatten sie, also ab dem Moment, wo ich sie gewaschen habe und einen Tag später sind die Haare schon wieder fertig. Und dann brauche ich halt sowas. Na. Das trocknet also an sich nicht die Haut aus, das ist für die Haut in Ordnung. Aber das trocknet halt so eure Haare aus, ne? Also, wenn ihr eher jemand seid, der bis so ein bisschen Effekt braucht, nehmt das nicht. Weil das trocknet schon aus. Es gibt auch richtig Grip in die Haare. Aber wenn ihr jemand seid wie ich, der halt echt im Moment wieder, gerade auch mit der Wetterveränderung und so, der halt da wirklich struggelt, probiert das mal aus. Probiert das wirklich mal aus, wenn ihr so von meiner Haarfarbe her, wenn ihr da in die Richtung geht. Einfach aufstreuen, einkämmen, ein bisschen in die Kopfhaut auch einmassieren und et voilà. Ihr wisst gar nicht, wie meine Haare davor ausgesehen haben heute Morgen. Schön wieder aufgetragen und ich bin jedes Mal froh, dass es bei mir so gut funktioniert. Ein Shampoo, was für mich echt gut funktioniert und ich habe es ja auch schon gesagt, ich habe gerade Kopfhautprobleme und dann verwende ich halt gerne was wirklich Sanftes, ist das Ultra-Sensitive Shampoo von Balea. Werde ich mir auch nochmal holen. Da ist Niacinamid mit drin. Und das sind halt nicht so super aggressive Tenside drin. Was wichtig ist, weil wenn deine Haut oder deine Kopfhaut nachfettet, dann ist die natürlich feuchtigkeitsarm. Ne? Und da bin ich immer noch so ein bisschen am struggeln, was ich da drauf tun soll. Denn eins ist klar, wenn ich die Heilerde drauf pack, dann trocknet das natürlich schon auf gewisse Art und Weise aus. Ne? Und das ist natürlich wichtig, dass du nicht noch ein Shampoo verwendest, was da auch noch richtig reinknallt. Und das funktioniert halt für mich echt gut. Werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ist im Gegensatz zu dem von Rossmann ist es ein bisschen teurer, aber es lohnt sich auch. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich damit klarkomme, weil ich ja schon jemand brauche, der Sulfate im Shampoo braucht, muss ich schon sagen. Also ab und zu will mein Haar halt schon mal richtig gut gereinigt werden, aber mit dem funktioniert es echt gut. Also wird nachgekauft, ist noch halb voll, hat viel zu bedeuten. Dazu wird es ein eigenes Video geben. Das ist dieser Rebalancing Body Spray von No. Ich mache eine Review-Woche. Da habt ihr euch die Produkte ausgesucht sozusagen und eins davon war das, was euch interessiert hat. Denn ich habe auf dem Rücken Probleme dahingehend, dass der immer juckt. Er juckt und juckt und juckt und juckt. Und das ist halt richtig cool. Du kannst hier halt wirklich selber schön in den Rücken einsprühen. Klar, ich weiß nicht, wie es ist, wenn die Flasche mal ein bisschen leerer ist, ob ich dann nur noch am Rumfluchen bin. Aber an sich ist das Produkt richtig gut. Meine Haut ist an den Stellen, wo ich es halt regelmäßig verwende. Und wo ich halt regelmäßig richtig gut hinkomme, ist, die ist halt ein bisschen ruhiger, juckt nicht so. Denn das war manchmal schon so. Und gerade an so Stellen, wo du nicht hinkommst zum Kratzen, kann ich empfehlen bis dato. Ich probiere es noch eine Weile aus und dann wird ein Video drüber gemacht. Und auch hier wird ein gesondertes Video gemacht. Ich weiß nicht, ob man es sieht. So in manchen Videos sieht man es schon richtig gut. Ich habe eigentlich gedacht, so BHA ist jetzt nicht so meine Säure, aber eigentlich ist sie es schon, weil sie ja die Poren halt eben auch reinigt. Aber so die letzten Produkte, die ich bis jetzt hatte, die haben mich halt nicht überzeugt. Und das Balea-Zeug, dieses BHA, geht halt gar nicht. Ich kann das nicht im Gesicht auftragen. Und das ist aber schon nice, muss ich wirklich sagen. Also ich habe das dann in Videos gesehen, als ich meine Videos geschnitten habe, so: Hoi, man ist voll den Klo auf einmal wieder im Gesicht hier. Das ist nicht fettig, sondern das ist hier einfach mega gut gepflegt, ne? Weil wir haben es jetzt morgens, normalerweise so gegen Abend, da habe ich dann schon so einen leichten Film auf der Haut. Aber nee, that's not. Ich habe hier voll immer die glowigen Backen
Und das macht dieses Teilchen hier, hätte ich echt nicht gedacht. Und auch hier gibt es in der Review-Woche ein eigenes Video. Es kann jetzt so ein bisschen sein, dass das Video früher kommt oder vielleicht sogar auch später, weil ich ein bisschen was vorgedreht habe. Ich weiß noch nicht, wann die Review-Woche kommt. Aber nicht, dass ihr denkt, hä, jetzt redet sie davon, hä? Das will sie noch ein bisschen ausprobieren und so. Und jetzt hat sie das Video schon gemacht. Kann sein, dass sich das ein bisschen kreuzt, ne? Also, Leons neues Produkt von No. Auch ein gutes Teilchen ist das hier, das AHA-Peeling von Balea. Würde ich mir wieder nachkaufen, weil für mich funktioniert AHA echt gut und gerade als Peeling auch. Und auch das ist natürlich so ein bisschen daran schuld, dass ich gerade im Moment so einen mega krassen Glow habe. Ich habe immer gedacht, AHA funktioniert bei mir besser als BHA. Ist eigentlich im Endeffekt auch so, aber beide zusammen, man kann das kombinieren, funktionieren 1A und das vertrage ich halt auch gut. Man muss aber dazu sagen, ich habe eine fettige Haut mit großen Poren, also ich vertrage einfach ein bisschen mehr. Da bei dem ist nicht in jeder super begeistert, weil das halt doch ein bisschen zäh ist, ein bisschen klebt und so. Mich stören solche Sachen überhaupt nicht. Und nochmal, ne, ich habe auch gerade die BHA-Säure gezeigt. Wenn du sowas verwendest, musst du Sonnenschutz auftragen. Das ist gefährlich, wenn du das nicht machst. Ne, also es ist deine Sache, wenn du überhaupt keinen Sonnenschutz aufträgst, aber wenn du mit Säuren hantierst und keinen Sonnenschutz danach aufträgst, steigt halt das Risiko für Hautkrebs immens. Würde ich nicht machen, absolut nicht. Ne? Also wer mit Säuren experimentiert, Sonnenschutz. Und da gibt es ja auch richtig guten. Ne? Also Säuren, auf Säuren möchte ich persönlich nicht mehr verzichten, weil gerade AHA funktioniert für mich super. BHA funktioniert für mich halt auch super, gerade was die Reinigung von den großen Poren betrifft. Kann ich empfehlen, kostet auch nicht mega die Welt. Ist ein Balea-Eigenprodukt. Ceramide oder wie ich immer sage, Ceramide, das ist das Ceramidprodukt, lieb ich absolut und würde ich mir glaube ich echt sogar noch nachkaufen, aber die sind halt echt teuer. Ceramide funktionieren halt bei meiner Haut unwahrscheinlich gut, ich bin ein großer Fan auch davon und klar, die Sachen hier sind teuer, aber die sind halt mal so anders formuliert. Ich habe den drei Produkten, die ich da gekauft habe, ein eigenes Video geschenkt. Musst du mal reingucken, wenn du dich dafür die Produkte interessierst. Gibt es ja noch mehr jetzt inzwischen. Aber es könnte schon sein, dass ich mir das mal nachkaufe und gönne. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Aber ich neige schon wieder dazu, bei gerade solchen Produkten, das ist ein bisschen dicker als die anderen. Ich neige schon wieder dazu, bei so Produkten einfach auf die Bremse zu treten und sagen, ach, ich muss mir das aufsparen, das war so teuer. Mach das nicht, ne? Wenn ihr Skincare aufhabt, benutzen. Und wenn es teure Skincare war, dann war es halt eben auch teure Skincare. Aber der Luxus hier, wow, meine Haut liebt es einfach. Letztes Produkt und habe ich mir jetzt auch schon ein paar Mal nachgekauft, das Age Performance Serum von Isana ist halt einfach. Hat nichts mit Age zu tun. Ich bin 43. Das kannst du auch mit deinen 20 Jahren verwenden, weil die Inhaltsstoffe einfach richtig gut sind. Ich habe dem Produkt auch ein komplettes Video geschenkt. Das kannst du dir mal angucken. Für unter 5 Euro. Es hat mal 4,99 gekostet. Ich weiß nicht mehr, ob das immer noch so ist. Die Preise sind doch so hochgegangen. Weiß jetzt gerade den aktuellen Preis nicht auswendig, aber für den Preis ist es halt einfach monströs gut. Und Isana macht inzwischen schon sehr gute Serien, nicht alle. Da sind vielleicht gerade mal 5% gut, aber diese 5%, die sind halt wirklich richtig gut. Und wenn ich mal Produkte nochmals nachkaufe, dann hat das echt viel zu bedeuten. Na, was sind deine Favoriten? Schreib mir das doch bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich da jedes Mal drüber, wenn ich vielleicht auch mal dadurch neue Dinge kennenlerne. Was hast du so probiert in letzter Zeit? Was hat dich super überzeugt? Gab es vielleicht auch Dinge, die richtig scheiße waren? Schreib das mal gerne unten in die Kommentare rein. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video, um es zu unterstützen, gerne einen Daumen nach oben. Und ich freue mich über jeden Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.